Ja, Leute, ich wollte euch mal berichten, wie Jeff auf kopierte Hunde reagiert und auch auf Hunde, die so gezüchtet worden sind. Also wir nehmen jetzt mal als Beispiel ein Malinois oder so eine französische Bulldogge. Die sind ja alle so gezüchtet, vor allen Dingen französischen Bulldoggen mit den spitzen Ohren und dem kurzen Schwanz. Was ich dazu sagen kann, weil viele meinen, dass das Kopieren zu Problemen führt, ist die Sache so. Also ich weiß, dass Jeff ein bisschen mehr Sozialisierung genossen hat als viele andere Hunde. Von daher gehe ich aus, dass er viele Situationen gut oder vielleicht sogar auch besser abschätzen kann als die Mehrheit von anderen. Ich glaube auch, dass er weiß, wie groß er ist und was er kann, was ihm auch an Ruhe gibt. Aber ich habe bei ihm mit solchen Hunden kein Problem, wenn diese natürlich auch frei. Was ist jetzt los? Was ist da, Chef? Was ist da? Ja, mich brauchst du nicht anbellen. Jetzt geht's aber los hier. Auf jeden Fall. Ach, das sind diese Bienen. Der hat doch eine Mücke. Jeff, was? Also, ich stell mal kurz vor. Das ist mein Dobermann. Ich habe ihn mir zugelegt, damit er mich vor Bienen beschützt. Und es klappt auch ganz gut. Also komm, Jeff, ist gut jetzt. Komm. 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 Hey, Jen. So, jetzt gut. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall, wenn die anderen Hunde wohlgesonnen sind, dann ist es gar kein Problem. Man sieht es den Hunden auch an der Körperspannung und so weiter. Klar ist er ein bisschen vorsichtiger, weil er vom Weiten nicht sieht, ob die schwänzeln oder nicht. Und ansonsten tut sich da nicht so viel. Die französischen Bulldoggen sind immer so eine eigene Sache. Die gehen immer auf ihn los. Ich habe bisher noch keine getroffen, die irgendwie freundlich ist. Wobei es sicherlich auch freundliche gibt. Aber zum Thema, wie er auf andere kopierte Hunde gegenübertritt, kann ich nur sagen, dass es freundlich ist. Natürlich sollten die anderen Hunde Anstand haben. Das ist ihm irgendwie besonders wichtig. Das heißt, er mag das nicht, wenn Hunde auf ihn, die er nicht kennt, auf ihn drauf losrennen. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Was ich eigentlich auch nicht schlecht heiße, weil er verhält sich dementsprechend auch so. Wenn er andere kennt, dann nähert er sich auch nicht so rasant an, sondern wartet auf die Reaktion von dem Gegenüber ab. Und da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Er geht vielleicht ein bisschen langsamer ran, aber er verspürt den kopierten Hunden gegenüber keine Aggression oder sonst noch was. Da kommt es auch nicht häufiger zu Kämpfen oder so. Es kommt immer darauf an, wie der Hund erzogen wurde. Vom Aussehen her macht es nicht viel. Er schaut halt wahrscheinlich dann mehr auf die Körperspannung oder so. Also ich mache es auf jeden Fall, dass ich mir die Hunde halt angucke, wie die, ob die jetzt steif dastehen, ja, wie die ihren Kopf halten. Das ist dann halt mehr für mich der Punkt, wo ich schaue. Hast du die Biene vertrieben? Ein kleiner Beschützer, du, hä? Ja. Ich muss schon sagen, also seitdem ich den Hund habe, wurde ich nicht mehr von einer Biene gestochen oder von einer Wespe. Ob das jetzt mit dem Hund zu tun hat, weiß ich nicht, aber es funktioniert anscheinend. Auf jeden Fall hoffe ich, ich konnte mal die Frage so klären, auch ein bisschen aufklären. In dem Sinne, wir laufen jetzt noch ein Stückchen weiter.
damit der hier nicht einschläft.